Oströlzer Zentrum. Jetzt reden wir über den Leopold. Das ist unser neues Frühstück. Das haben wir am Valentinstag das erste Mal. Wir haben das nicht in der Karte. Ihr könnt einfach ein Wiener Frühstück bestellen und sagen, ihr wollt das Leopold. Das ist eine Ausnahme. Normal mache ich was, bevor eine neue Karte kommt, nicht. Aber ihr könnt einfach statt dem Wiener Frühstück das Leopold bestellen. Und wir wissen das und machen das und kosten dort das wie das Wiener Frühstück. Das Besondere sind die zwei Spiegeleier, aber das Besondere ist, wir starten am Valentinstag. Der Valentinstag ist eigentlich der Tag, wo man seiner Frau Blumen schenkt, seiner Geliebten, seiner Herzdame. Also bitte auch Blumen schenken, ganz wichtig für unsere Floristen. Wir haben das Ei ausgetauscht auf zwei Spiegeleier, weil ich das so gern esse. Also ich habe mir das immer so gemacht. Ich habe immer das Leopold gegessen, obwohl ich noch nicht gewusst habe, dass das Graf Leopold heißt. Den Namen habe ich hier erfunden, also der klingt zwar gut, aber das ist eine Erfindung von mir. Ich fange jetzt von oben nach unten an und erkläre euch genau, was ihr da habt. Ihr habt einmal da ein Buttercroissant aus der Bäckerei Rötzer. Ich werde es einmal aufreißen da, was ich immer so mache, aber nur, dass man sieht, wie flaumig. Das ist ein wirklich flaumiges Buttercroissant. Ich werde es jetzt nicht essen, sonst ist meine Frau so besser, aber ich führe wirklich sowas auf. Und dann schmiere ich da ein bisschen Butter drauf und dann esse ich das meistens. Als nächstes haben wir den Hanssemmerl. Das ist das Hanssemmerl, Bäckerei Rötzer, aus unserem Betrieb. Wir machen das seit 4 Generationen. Das Besondere bei der Hanssemmerl ist da nicht zu. Also das ist mit der Hand zusammengeschlagen und nicht gestanzt. Durch das ist ein bisschen mehr Mehl eingewirkt. Das ist ein Kaisersemmelteig. Da ist drinnen Frischmilch, da ist drinnen eine Butter, Malz, Salz, Hefe, sonst nichts, Wasser. Dann haben wir da eine Marmelade, eine Butter von der Nöhm, dann haben wir eine Pastete, wenn einer noch was Bekanntes will, und ein Nutella, falls einer was Süßes will beim Nutella, beim Croissant dazu, haben wir auch dazu gegeben. Das ist alles beim Leopold dabei. Dann habe ich da, weil ich das so liebe, zwei Spiegeleier. Da haben wir einen Beinschinken, also 2 Blatt Beinschinken, dann haben wir 2 Blatt Gouda und 2 Blatt Emmentaler. Dann haben wir einen Salat, Gurken, Tomaten, Paprika. So, das ist das Leopold. Das ist für eine Person und das ist ein wirklich, wirklich extrem tolles Frühstück. Da kannst du eigentlich nichts sagen, wenn du das gegessen hast. Wir haben da, jetzt habe ich heute ausnahmsweise einmal eine Melange von der Firma Segafredo. Segafredo ist eigentlich eine unglaublich tolle Kaffeefirma. Wir arbeiten wahnsinnig gern mit einer zusammen und wir haben den Extra Strong, also ich verwende den Extra Strong für ein Ding. Wir haben 4 Sorten von Segafredo. Ich empfehle den Extra Strong. Wenn es einer leicht will oder vielleicht sogar koffeinarm oder meistens so ein koffeinfrei ist, aber nicht, also koffeinarm, dann ist da dabei ein Orangensaft. Und wenn du am Valentinstag kommst, kannst du sagen, dort dem Wiener Frühstück könnte ich bitte ein Graf Leopold haben. Und jetzt seid ihr angeregt, vielleicht mit Schatzilein am Valentinstag zu uns zu kommen und zu frühstücken. Und das könnt ihr irgendwie auf eine liebe Karte draufschreiben und sagen, Schatzilein, einmal Graf Leopold beim Horste und ich werde Dienst haben und ich werde dort stehen, wo man die Spiegeleier macht, weil ich liebe es, am Grill zu stehen und Spiegeleier zu machen. Ich werde jetzt nicht abbeißen, ich tue mir den Stress mit meiner Frau jetzt nicht wieder auf. Oder ich überrede, dass sie jetzt wegschaut. Nein, ich beiß nicht. Kann man so machen, kann man auch anders essen, wie man will. Wie ist das? Meistens kriege ich mir das in der Semme rein. Es würde uns wirklich freuen, wenn ihr uns am Valentinstag mit euren Schatzelein besuchen kommt. Wir werden uns größte Mühe geben, einen tollen Valentinstag-Frühstück für euch zu machen. Also ich bin der beim Grill steht und ich würde mal sagen, das war's wieder aus dem Rötzer Zentrum.